Hallo liebe Schachfreunde, heute werden wir gemeinsam fortfahren, die spannende und aufregende Schachwelt weiter zu erkunden und in die tiefe Welt der Schachtheorie und um genauer zu sein, das Mittelspiel einzutauchen. Eine Schachpartie lässt sich in drei große Bereiche aufteilen. Zuerst die Eröffnung, gefolgt von dem Mittelspiel und zuletzt das Endspiel einer Schachpartie. Deshalb wurde ich in den Kommentaren von einem meiner anderen Videos von gefragt, ob ich euch beibringen kann, wie man nach der Eröffnung spielt. Viele Schachspieler, vor allem auch Schachanfänger, haben das Problem, dass wenn ihnen die Hauptzüge einer Eröffnung, die sie davor schon eingeübt haben, ausgehen und sie langsam anfangen, in das Mittelspiel einer Schachpartie überzugehen, sie nicht mehr wissen, was sie nun spielen sollen, wie sie nun fortfahren sollen und wie sie allgemein einen Plan für das Mittelspiel erstellen können. In diesem Video werde ich also genau mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigen, wie du dieses Problem umgehen kannst, also einen Plan erstellen kannst. Vergiss also nicht, diesen YouTube-Kanal Schachmatt zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Vielen Dank! Schritt 1. Identifiziere deine Position auf dem Schachbrett. Sobald du aus der Eröffnung raus bist, ist es sehr, sehr wichtig, einen kleinen Schritt zurückzutreten und erst einmal deine genaue, spezifische Stellung auf dem Schachbrett zu analysieren und zu bewerten. Und hier ist es wichtig, auf Dinge und Bereiche wie zum Beispiel deine Bauernstruktur, die allgemeine Entwicklung deiner Schachfiguren, die Sicherheit deines Königs, die Kontrolle über den wichtigsten Ort des Schachbretts, und zwar das Zentrum und so weiter und so fort, zu achten. Und durch die Beantwortung dieser Fragen und durch die allgemeine Analyse deiner Stellung auf dem Schachbrett und genauso auch der Stellung deines Gegners, fängst du sozusagen an und bekommst ein Gefühl für die Stärken und Schwächen auf dem Schachbrett und kannst dadurch nun verstehen, was denn ein möglicher Plan für das Mittelspiel wäre. Schritt 2. Erstelle einen Plan. Dein Plan für das Mittelspiel sollte sich auf die in Schritt 1 bereits entwickelte Analyse und Bewertung deiner Stellung auf dem Schachbrett stützen. Hier sind zum Beispiel drei Schlüsselideen, auf die du hier bei der Erstellung deines Plans achten solltest. Und zwar die erste ist Verbesserung der Figurenaktivität. Suche in deiner Stellung und in deiner Armee nach Figuren, die vielleicht gerade nicht viel tun und überlege, wie du sie auf bessere und aktivere Felder platzieren kannst. Zum Beispiel könntest du einen Springer bewegen, wodurch er mehr Felder und mehr wichtige Felder kontrolliert. Oder auch einen Turm auf ein anderes Feld bewegen, wo er einfach eine leere Reihe kontrolliert und dadurch viel, viel mächtiger ist. Zweitens, suche nach Bauerndurchbrüchen, vor allem im Zentrum des Schachbretts. Denn damit ja gelangen deine Bauern weiter nach vorne und gelingen sozusagen in die Armee deines Gegners rein. Und du kannst damit sehr, sehr oft ebenfalls Reihen und Linien für die weiteren Entwicklungen deiner Schachfiguren öffnen. Und zusätzlich suche nach Schwachstellen in der Stellung deines Gegners. Gibt es zum Beispiel einen schwachen Bauern oder ein schwaches Feld, was du ausbeuten könntest? Versuche also deine Angriffe genau auf diese Schwachstellen in der Stellung deines Gegners zu konzentrieren und zu positionieren. Wenn du all diese Tipps hörst, bist du vielleicht immer noch ein wenig davon überwältigt, dass du, wenn du jedes Mal an der Reihe bist, einen Zug zu spielen, eine so große Anzahl an möglichen Zügen und oft auch an möglich guten Zügen hast und davon immer einen, und zwar den besten, wählen musst. Und hier ist mein Rat. Zoome einfach ein wenig in, also ein wenig rein, und versuche die Partie in kleinere Unterteile zu unterteilen. Und dann fängst du einfach nur an, die Stellung anzusehen und ein wenig nachzudenken. Du kannst deinen Plan nicht immer mit einem Zug verwirklichen, sondern es ist einmal ein Schritt-für-Schritt-Verbesserung deiner Stellung auf dem Schachbrett. Welche Züge könntest du also hier nun spielen, um zum Beispiel deine Stellung zu verbessern? Immer Schritt für Schritt, Zug für Zug deine Stellung verbessern. Welchen Zug könnte ich nun spielen, um meinen Gegner anzugreifen und die Stellung meines Gegners zu schwächen? Und hier ist es immer sehr, sehr wichtig, auch auf die möglichen Antworten deines Gegners diese zu berücksichtigen, damit du nicht nur einen Zug spielst und danach gar nicht weißt, naja, was ist, wenn mein Gegner direkt einen Gegenangriff darauf hat. Aber nun zu Schritt 3, flexibel bleiben. Ein sehr, sehr wichtiger Teil des Mittelspiels ist definitiv Flexibilität. Du darfst in deiner Schachpartie und wenn du übergehst von der Eröffnung in das Mittelspiel nichts überstürzen und nichts sofort erzwingen. Versuche einfach nur eine solide Stellung auf dem Schachbrett aufrechtzuerhalten, während du deine Optionen offen hältst. Du musst nicht sofort und direkt einen konkreten Plan für bereits den Rest der ganzen Schachpartie haben. Denn manchmal kann ein einfacher Zug wie die Verbesserung der Stellung einer Figur, wie zum Beispiel eines Springers oder eines Läufers, schon bereits unbewusst deinen Gegner zu einem entscheidenden und spielentscheidenden und sehr, sehr schlechten Fehler deines Gegners führen.
Mach dir also keine Sorgen, wenn du nicht sofort einen konkreten Plan hast, sondern versuch einfach nur Schritt für Schritt und sehr, sehr geduldig deine Stellung zu verbessern. Kommen wir also zu einer kurzen Zusammenfassung. Konzentriere dich nach der Eröffnung deiner Schachpartie auf diese drei Schlüsselschritte. Zuerst musst du deine spezifische Stellung auf dem Schachbrett bewerten und analysieren. Anschließend versuchst du einen Plan zu erstellen für das Mittelspiel und für den Rest des Spiels, der sich aber tatsächlich im Laufe der Partie immer wieder ändern kann. Du kannst von einem defensiven Plan ganz, ganz schnell auch zu einem aggressiven Plan nach zum Beispiel einem Fehler deines Gegners umwechseln. Und schließlich bleibst du einfach nur flexibel und versuchst dich der Stellung auf dem Schachbrett immer wieder anzupassen, während sich die Partie langsam entwickelt. Bleib also geduldig. Denke immer daran, dass es im Schach um kleine und geduldige und beständige Verbesserungen auf dem Schachbrett und an deiner Stellung geht. Je besser du aber die Stellung verstehst, wie du zum Beispiel den Schritt 1 beim Analysieren und Bewerten gemacht hast, desto besser werden auch deine Pläne. Ich sage immer, Übung macht den Meister und je mehr du spielen wirst und je mehr du üben wirst, einen Plan zu erstellen, desto besser werden auch deine Pläne Spiel für Spiel. Ich hoffe wirklich, dass diese Schritt-für-Schritt-Anleitung dir geholfen hat, einen Weg zu finden, bessere Pläne für deine Mittelspiele zu entwerfen und zu gestalten zu können. Wenn du der Meinung bist, dass ein praktisches Beispiel nötig wäre, wo ich dir wirklich eine echte Schachpartie gezeigt hätte und Schritt für Schritt die Prozesse der Planentwicklung gezeigt und erklärt hätte, dann gib mir gerne ein Feedback unten in den Kommentaren. Ich bin immer offen für neue Themen für meine Schachvideos auf diesem YouTube-Kanal Schachomat. Vergiss also nicht, diesen YouTube-Kanal Schachomat zu abonnieren. Lass gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss.